Manche Menschen würden für den anderen absterben. Uwe, du bist ja heute hier in Berlin eingeladen worden zum Kehr. Was macht ein über 20-jähriger AIDS-Aktivist hier in Berlin? Neugierig, was sich in den 20 Jahren getan hat, und ich finde es natürlich wichtig, dass an denen, die an AIDS verstorben sind in den letzten Jahren, dass denen an denen gedacht wird und dass man dafür ein Denkmal macht, finde ich wichtig, und da lohnt sich dann auch mal ein weiter Schritt von Schwerte nach Berlin. Wir haben ja dieses Jahr das Thema Ausgrenzung, aber Ausgrenzung untereinander. Was fällt dir dazu ein? Du hast ja einiges mitgemacht. Was kannst du uns dazu sagen? Für mich ist es wichtig bei der Ausgrenzung endlich mal, dass auch die großen Institutionen und auch die schwule Welt endlich mal kapiert, dass man auch mal in die Provinz guckt, in die kleineren Landschaften, und dass man eigentlich sagt, wir sind miteinander, wir kämpfen eigentlich für eine Sache, nicht nur für Großstädte, sondern auch für Menschen, die in Kleinstädten wie in der Provinz leben. Und da muss mehr gekämpft werden, aufmerksam werden und ein Zusammenhalt kommen. Und es muss aufhören, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Es muss auch aufhören, dass zum Beispiel Großinstituten Privatmenschen wie mich bekämpfen. Ulla Schmidt hatte uns bei der Pressekonferenz für Stimmen in der Stadt gesagt, man sollte die Schuldzuweisung sein lassen. Man sollte endlich an die Präventionsarbeiten gehen. Wir haben ja gerade den aktuellen Fall mit der Nadja, wo Nadja jemanden angesteckt hat, wo man aber dann auch von Seiten der AIDS-Hilfe gesagt hätte, der andere hätte sich schützen sollen, nur hatte er Nadja gefragt. Wie siehst du das? Also ich muss sagen, bei dem Fall, ich möchte so eigentlich nicht dazu viel sagen, weil ich erstmal bedenke, dass im heutigen Zeitalter 50-50 bei jedem besteht. Und da muss ich noch sagen, die Präventionsarbeit, wir bekämpfen uns ja nicht gegenseitig. Wenn man dann gegenseitig einen menschlichen Respekt aufweisen würde auf die Arbeit, die auch andere machen, auch Privatmenschen, dann wäre ja dieser ganze Kampf nicht. Und ich muss wirklich, ich bleibe dabei, auch in heute, 50% hat jeder Mensch selbst zu tragen, wenn er ungeschützten Sex hat. Du bist ja schon seit Jahren mit Benny zusammen. Ihr habt ja geheiratet, gerade dieses Jahr. Du bist HIV-positiv, dein Mann ist nicht infiziert. Jetzt bekommen wir aber immer wieder vom Positiven zu hören, wir kommen nicht zueinander, ich bin HIV-positiv und ich mache Bär, ich ficke nur also ohne Gummi, und ich fiste ohne Gummi, und ich weiß, was ich tue. Was hältst du von so einem Satz? Ich meine, das ist natürlich, jeder muss selbst wissen, das ist wieder die Antwort darauf, was er mit seinem Körper macht. Wir haben es gelernt, mit den Kondomen in unserer Beziehung mit einzubeziehen, und wir bleiben bei den Kondomen. Natürlich ist es so, wenn Menschen gut eingestellt werden, dann ist es definitiv die Studie, dass die sagt, wenn du gut eingestellt bist, ne, dass der Negative eine Chance hat, sich dann nicht zu infizieren. Aber ich würde das Risiko gar nicht eingehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf der anderen Front wäre und nicht infiziert werde, ich würde nur das Kondom benutzen. Ich würde mich gar nicht auf das Restrisiko einlassen. Rainer, du bekommst heute einen Preis. Wofür? Ich bin ja inzwischen in einem Alter, wo man vielleicht sagen kann, für sein Lebenswerk. So alt kann es ja nicht sein, weil meistens haben ja die Preisträger dann noch ein Jahr zu leben und dann sterben sie. Aber das will ich ja nicht hoffen bei dir. Nein, das will ich auch nicht hoffen. Aber so wie ich das verstanden habe, kriege ich schon diesen Preis dafür, dass ich mich seit 1984 für die Interessen von Menschen mit HIV und AIDS eingesetzt habe und das ja bis heute auch noch tue. Was mich immer bei der ganzen Preisverleihung, es ist schön, dass du einen Preis bekommst für dein Lebenswerk, aber was mich immer wundert, man vergisst bei der gesamten Preisverleihung immer die Ehrenamtlichen, die eigentlich sehr viel Arbeit für diese Sachen machen. Warum geht man nicht mal an die Leute ran? Nun, im Prinzip gebe ich dir deswegen recht, weil die ganze Arbeit, die gemacht wird, ohne die Ehrenamtlichen gar nicht passieren könnte. Auf der anderen Seite weiß ich, dass zum Beispiel bei der Deutschen AIDS-Hilfe sich jetzt so eine Kultur einsetzt, die Ehrenmitgliedschaft eben gerade auch Ehrenamt anzugeben, weil ich das eben auch für wichtig halte. Und auf der anderen Seite muss ich dann eben aber auch immer wieder nachvollziehen können, dass es bei solchen Preisen dann eben auch um die Gesichter geht, die man kennt. Ich bin hier, um in Gebärdensprache zu übersetzen, und dann nachher wird ein Interview mit mir gemacht.
über das Projekt We Are One Family. Das beinhaltet ja die Integration Behinderter in Einrichtungen, Häusern und damit eben halt Behinderte barrierefrei Zugang zu Veranstaltungen und so weiter haben. Und außerdem unterstützen wir natürlich auch Behinderte, um bei Problemen und so weiter ihnen zur Seite zu stehen. Wir sind aus der Schweiz extra gekommen, weil wir ja, das unterstützen wollen und Bernhard gut kennen. Ja, der eben die Stele entworfen und gebaut hat. Angefertigt hat. Also die Stele haben wir entworfen, um, sagen wir mal, ein Gedenken für die an HIV und AIDS Gestorbenen zu schaffen, was auf Dauer auch erhalten werden kann und was auch sich gut in das Umfeld einfügt. Ja. Wir haben auf die Stele aus Granit gemacht. Das ist ein sehr haltbares Material, was also lange auch so bleiben kann, ohne sich zu verändern. Haben an der Vorderseite ein Red Ribbon Symbol dran gemacht. Darunter steht in großer Schrift gegen das Vergessen, um die Erinnerung wachzuhalten. Das haben wir auch in verschiedenen europäischen und internationalen Sprachen unten drunter geschrieben, in etwas verkleinerter Form. Das steht alles auf einem Sockel, der mit einem Regenbogen in genudeter Form umrandet ist. Und an der Seite sind diese ganzen Sponsoren, die eben das ganze Projekt gefördert haben, nochmal namentlich erwähnt. Und es soll einfach eben ein dauerhaftes Andenken eben daran erreicht werden damit. Du bist auch schon Mr. Letter hier auf dieser Veranstaltung. Wie wichtig ist diese Veranstaltung für dich? Ich finde diese Veranstaltung sehr wichtig, weil man nie vergessen darf, was Leute für uns getan haben, für meine Generation, für alle anderen Generationen. Ich finde es einfach schon schade, dass zum Beispiel bei uns in Hamburg gibt es das zum Beispiel nicht mehr. Deswegen finde ich es umso besser, dass es in Berlin, in der Hauptstadt, diese Veranstaltung gibt. Und ich unterstütze sie auch sehr gerne. Manche Menschen wollen ein anderer sein. Manche Menschen leben wie ein Flug. Manche Menschen werden wütend, wenn sie mal verlieren. Manche Menschen haben. Manchen Menschen fehlt der Mut, mal etwas zu riskieren. Und manche Menschen schauen nie zu dir. Mahnmal gegen das Vergessen. 15 Jahre Red Ribbon in Berlin werden zu einer Stele gegen das Vergessen. Das Mahnmal gegen das Vergessen soll daran erinnern, dass HIV mitten in unserer Gesellschaft ist und unabhängig von sexueller Orientierung, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit jeden Menschen infizieren kann. Auch möchten wir mit diesem Symbol des Erinnerns auf die Menschen aufmerksam machen, die den Kampf gegen HIV und AIDS, Hepatitis C und andere ansteckenden Krankheiten in der Vergangenheit längst schon verloren haben. Berlin Positiv e.V. hat sich das auch auf die Fahnen geschrieben und diesen Preis ins Leben gerufen. Und nun passen Sie auf, der Erste, der diesen Prix de Courage bekommt, heute sind es drei Leute, der Erste, Rainer Jarchow, ist ein Pastor der nordelbischen Landeskirche im Ruhestand und als Stiftungsgründer der Deutschen AIDS-Stiftung Initiator der größten deutschen AIDS-Hilfsorganisation. Rainer Jarchow ist ein ganz besonderer Gast des heutigen Abends, dem wir mit großer Hochachtung den Prix de Courage verleihen dürfen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer nun dort auf dem Sofa sitzt. Ich kann es Ihnen verraten. Wladimir Luxuria aus Rom. Über die Grenzen Italiens hinaus bekannt wurde Wladimir Luxuria, weil sie von 2006 bis 2008 im italienischen Parlament für die Rechte Transgender und Transsexueller kämpfte. Volker, erstmal einen recht herzlichen guten Tag oder guten Abend. Vielen Dank, dass du kommen konntest, weil dieser Preis ist wirklich der Preis, der uns absolut am Herzen liegt. Nur dieser Preis gehört wirklich als Hauptpreis dem richtigen
Und nochmal einen Riesenapplaus und vielen Dank, dass du, Volker Beck, heute hier warst bei uns und diesen Preis entgegengenommen hast. Weil es gibt nämlich ein Foto mit allen drei Preisträgern. Wladimir Lukowa, du wünschst du bitte auch noch mit. Wir wollen ein gemeinsames Foto machen und schön hier rankommen. Keine Angst, nach vorne. Kommt mal ruhig nach vorne. Der Preisträger Le Prix du Courage in der Party hier in Berlin-Schöneberg. Vielen Dank.